Hallo Freunde, heute mit dem Thema der G20-Gruppe. Los geht's! Die Gruppe der 20 besteht seit 1999 aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Diese Länder repräsentieren die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Bei diesem Treffen tauschen sie sich über Probleme des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems aus. In diesem Jahr fand der Gipfel in Hamburg statt. Nächstes Jahr voraussichtlich in Buenos Aires, danach in Japan und 2020 in Saudi-Arabien. Die Mitglieder. Zu den Mitgliedern des G20-Treffens gehören unter anderem die Länder der G7 und der O5-Gruppe. Das macht 5 Länder aus Europa wie Deutschland und Frankreich, 8 Länder aus Asien wie Russland und China und dazu noch die Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Südafrika und Australien. Diese Staaten wurden ausgewählt, weil sie fast 2/3 der Weltbevölkerung bedecken und sie gemeinsam über 85% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes bestreiten. An den Treffen nehmen jeweils die Staats- und Regierungschefs sowie die Finanzminister und Zentralbankchefs und die Führungskräfte der Europäischen Union teil. Zur Vorgeschichte. Aufgrund der Asienkrise wurde 1997 die Gruppe der 22 vom damaligen US-Präsident Bill Clinton beschlossen. Damals waren Hongkong, Malaysia, Polen, Singapur und Thailand vertreten, jedoch nicht die Europäische Union, die Türkei und Saudi-Arabien. Im April 1998 fand das erste Treffen der G22 in Washington statt. Danke fürs Zusehen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken und schreibe in die Kommentare, welches Thema du als nächstes sehen möchtest. Bis zum nächsten Mal.